Verschiedene Menschen kommunizieren unterschiedlich. Friedemann Schulz von Thun spricht hier von Kommunikationsstilen. Schnappt euch das Getränk eurer Wahl, macht's euch bequem, die schauen wir uns heute mal an. Herzlich willkommen beim Softskill-Kanal. Mein Name ist Sebastian Jung und heute möchte ich euch die verschiedenen Kommunikationsstile vorstellen. Schulz von Thun unterscheidet 8 verschiedene Kommunikationsstile. Ich habe hier noch ein paar allgemeine Hinweise, aber die machen wir gleich, wenn wir uns den ersten Stil angeschaut haben. Wir haben hier zuerst den bedürftig-abhängigen Kommunikationsstil. Wenn wir den anwenden, dann zeigen wir offen unsere Schwäche und Hilfsbedürftigkeit und wir appellieren an unser Gegenüber, uns zu helfen und uns zu unterstützen. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe hier diesen YouTube-Kanal, aber ich habe doch gar keine Ahnung. Und das ist auch alles total kompliziert. Ich blick da nicht durch. Aber du bist doch so kompetent und gebildet. Oh, und du kannst auch so gut erklären. Wenn du was erklärst, das verstehe ich immer sofort. Könntest du nicht mal... Erinnert ihr euch noch an die 4 Seiten einer Nachricht, das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun? Ich verlinke euch das Video unten in der Beschreibung. Ihr müsst es nicht zwingend gesehen haben, um dieses Video zu verstehen, aber es ist vielleicht ganz hilfreich und vielleicht macht es damit auch ein bisschen mehr Spaß. Wir haben bei jedem Stil ein gewisses Grundmuster in der Kommunikation. Und beim Bedürftig-Abhängigen sieht das so aus, der hat die Selbstkundgabe, ich schaffe es nicht allein, ich bin hilflos. Und die Beziehungsbotschaft, du bist stark und kompetent. Und der Appell, unterstütze und beschütze mich. Das wird alles natürlich nicht klar ausgesprochen. Ich habe das eben ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber es schwingt sehr stark bei der gesamten Kommunikation mit. Wie sich die Situation und die Beziehung dann weiterentwickelt, hängt davon ab, ob das Gegenüber auf den Bedürftig-Abhängigen eingeht und ihn unterstützt oder ob das Gegenüber sich eher verweigert. Die Situation, wo das Gegenüber drauf eingeht, die schauen wir uns gleich an, wenn wir uns mit dem helfenden Stil beschäftigen. Die Situation, wenn der andere sich verweigert, die sieht folgendermaßen aus. Da entsteht ein Teufelskreis. Das Gegenüber verweigert die Unterstützung oder er unterstützt zumindest nicht in dem Maß, dass der Bedürftig-Abhängige sich gewünscht hatte. Der Bedürftig-Abhängige fühlt sich daraufhin alleingelassen und hilflos und er verstärkt seine Bemühungen. Er strengt sich noch mehr an, er verstärkt seine Appelle. Dadurch fühlt das Gegenüber sich noch mehr bedrängt und unter Druck gesetzt und daraufhin verweigert er sich noch mehr. Also vorher hat er vielleicht gesagt, okay, ein bisschen helfen kann ich schon, quasi den kleinen Finger gegeben und dann merkt er, oh, der will die ganze Hand und zieht auch den kleinen Finger zurück. Dadurch fühlt natürlich der Bedürftig-Abhängige sich noch mehr alleingelassen, er verstärkt seine Bemühungen noch mehr und so weiter. Das geht immer im Kreis herum, ohne Anfang, ohne Ende. Und beide Teilnehmer dieses Teufelskreises glauben immer, dass ihr eigenes Verhalten nur eine Reaktion ist auf das Verhalten des anderen, der Auslöser ist. Schulz von Thun gibt uns den folgenden Rat für den Umgang mit Bedürftig-Abhängigen, und zwar, dass wir die Rolle des aktiven Regisseurs an ihn zurückverweisen. Also, dass wir zum Beispiel sagen, was hast du dir denn bis jetzt überlegt? Oder was möchtest du denn ganz konkret, dass ich für dich tue? Dass wir ihn also schon unterstützen, aber dass er eben die Führung übernimmt. Dass er die Führung behält und damit auch ein gewisses Maß an Selbstständigkeit. Wie gesagt, habe ich jetzt noch ein paar Hinweise. Zuerst einmal die Kommunikationsstile in dieser Reinform, in der ich sie euch hier vorstelle.
kommen die in der Realität in der Regel nicht vor. Wir haben es so gut wie immer mit einer Mischung aus verschiedenen Stilen zu tun. Und ganz wichtig ist auch, es geht hier nicht um eine Typologie, es geht hier nicht darum zu sagen, oh, welcher bin ich, sondern es geht um Kommunikationsstile. Jeder von uns hat alle 8 Kommunikationsstile in sich. Wir alle wenden alle Kommunikationsstile an, eben je nach Situation, je nach Beziehung, je nach Gesprächspartner, immer eine unterschiedliche Mischung aus den verschiedenen Stilen. Ich sage hier der Einfachheit und vor allem der Kürze halber immer der bedürftig Abhängige. Genau genommen müsste ich sagen, die Person, die in dieser Situation, in dieser Beziehung gegenüber diesem Gesprächspartner vorwiegend den bedürftig abhängigen Stil anwendet. Wäre aber ein bisschen lang, deshalb fasse ich mich da kurz, aber lasst euch nicht verwirren, es geht nicht um eine Typologie. Was schon vorkommt, ist, dass wir eine Tendenz haben, bestimmte Kommunikationsstile besonders häufig und besonders intensiv zu verwenden. Da werden wir uns nächste Woche noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Da werden wir uns die Kommunikationsstile noch mal aus dem Blickwinkel der Persönlichkeitsentwicklung anschauen. Was euch eben vielleicht auch noch aufgefallen ist, ist, dass der bedürftig abhängige Stil nicht besonders positiv rüberkommt. Und Spoiler, das wird bei den anderen Kommunikationsstilen auch nicht viel besser. Jeder Kommunikationsstil hat etwas Gutes in sich. Zum Beispiel der bedürftig abhängige Stil. Da haben wir die Fähigkeit, die eigene Hilfsbedürftigkeit wahrzunehmen und anzuerkennen, um Hilfe zu bitten, Hilfe anzunehmen. Fähigkeiten, die vielen Menschen fehlen. Aber Schulz von Thun beschreibt die Kommunikationsstile jeweils in ihrer negativ übersteigerten Form, wo der Kommunikationsstil dann natürlich auch besonders deutlich sichtbar wird. Wir haben als nächstes den helfenden Stil. Mit dem helfenden Stil geben wir uns stark und souverän und wir bieten uns als geduldige Zuhörer und Ratgeber und Unterstützer an. Der helfende Stil ist sowas wie das Gegenstück zum bedürftig abhängigen Stil. Oh, du siehst aber heute ganz geknickt aus. Was ist denn los? Erzähl doch mal in Ruhe. Ich bin sicher, ich finde eine Lösung. Mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir. Ich hol dich da raus. Hier haben wir die Selbstkundgabe. Ich bin stark und kompetent. Ich brauche niemanden. Verbunden mit der Beziehungsbotschaft. Du Armer, du bist wirklich zu bemitleiden, dir muss man helfen. Und dem Appell, komm sag, wo drückt der Schuh? Dieser Kommunikationsstil sieht auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus, aber wir haben es auch hier erstmal wieder mit einer negativen Übersteigerung zu tun. Und die sieht so aus, dass der Helfende seine Unterstützung anbietet, damit er sich nicht mit seiner eigenen Schwäche und Hilfsbedürftigkeit auseinandersetzen muss, dass er die auf diese Art verdrängen kann. Er baut sich ein Selbstbild auf, bei dem er edel und stark ist und bei dem er niemanden braucht, und um dieses Selbstbild aufrechtzuerhalten, reibt er sich so für seine Schützlinge auf, dass er irgendwann zusammenbricht. Außerdem wird er oft zum Symptompfleger, der die Schützlinge bewusst in ihrer Abhängigkeit hält, um die eigene Machtposition aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich in sich nochmal ein sehr komplexes Thema. Da steht natürlich auch die Frage dahinter, inwiefern hat denn der Helfer selber was von seiner Hilfe? Das kann ich hier in diesem Video nicht erschöpfend behandeln, nur eben zur Erklärung, dass eben bei dem helfenden Stil sehr wohl natürlich auch wieder Probleme mit enthalten sind. Wenn der helfende Stil mit dem bedürftig abhängigen zusammenkommt, dann entsteht der folgende Teufelskreis. Der Helfende geht auf den bedürftig abhängigen ein und gewährt Unterstützung. Da fühlt sich der bedürftig Abhängige in seiner Hilflosigkeit bestätigt. Er sieht, oh super, jetzt wo jemand mir hilft, da klappt's. Und dadurch
Deshalb verstärkt er seine Appelle noch. Er appelliert noch mehr an den Helfer, weil er ja sieht, so funktioniert's. Der Helfer fühlt sich dadurch in seiner Stärke und Kompetenz angesprochen, er fühlt sich geschmeichelt, deshalb gewährt er gern weitere Unterstützung, was wiederum den bedürftig Abhängigen in seiner Hilflosigkeit bestätigt und so weiter und so weiter. Das sieht jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so schlimm aus, die scheinen sich da ja ganz gut zu ergänzen, aber das ist trotzdem ein sehr problembehafteter Ablauf. Zum einen ist es hier natürlich so, dass jeder die Seite von sich selbst einbringt, die sowieso schon gut entwickelt ist. Und die Entwicklungsrückstände, die die beiden haben, die werden in diesem Teufelskreis verewigt und erhalten. Und dann haben wir noch das große Problem, dass sich hier leicht eine zusätzliche Dynamik entwickeln kann aus Kränkung und Enttäuschung. Denn jeder erfolgreiche Durchlauf dieses Teufelskreises bedeutet schon für den bedürftig Abhängigen auch immer eine Kränkung. Es bedeutet Frustration über die eigene Bedürftigkeit und Abhängigkeit. Und dieser Frust und dieser Ärger richtet sich dann oft gerade gegen den Helfer, der ja die eigene Bedürftigkeit spiegelt und der vielleicht aus seiner Unterstützung auch seinen eigenen Selbstwert steigert und aufbaut. Das führt dann oft dazu, dass der bedürftig Abhängige dem Helfer seinen Erfolg nicht mehr gönnt, dass auf einmal alle Ratschläge nicht mehr gut genug sind, dass alle Hilfsversuche ins Leere, pardon, ins Leere gehen oder das Problem sogar noch schlimmer machen. Das bedeutet dann für den Helfer natürlich Enttäuschung. Daraufhin verstärkt er seine Bemühungen noch, gibt noch mehr Unterstützung, aber er kann auch seine Enttäuschung und Frustration nicht ganz verbergen. Schulz von Thun spricht hier von Ratschlägen, die dann dem bedürftig Abhängigen endgültig das Gefühl geben, nutzlos und ein Versager zu sein, weil er es ja nicht mal mit kompetenter Hilfe hinbekommt. Dadurch schwindet dann noch mehr das Gefühl von Dankbarkeit und es wächst noch mehr die Frustration. Er ist immer weniger bereit, dem Helfer einen Erfolg zuzugestehen und so steigert sich das immer weiter, so dreht sich dieser Teufelskreis immer weiter. Dieser Teufelskreis kann dann auch umschlagen in den Verweigerungsteufelskreis, den wir uns schon angeschaut haben, wenn nämlich der Helfer irgendwann da raus will und seine Unterstützung zurückzieht und versucht, sich da zurückzuziehen. Der selbstlose Stil, dem Schulz von Thun hier mit Absicht diesen zusätzlichen Bindestrich gegeben hat, der hat Ähnlichkeit zum helfenden Stil. Aber während der helfende Stil so eher von oben kommt, aus einer souverän überlegenen Position, kommt der selbstlose Stil eher von unten, aus einer unterwürfigen Position. Was hättest du denn gerne, wie das Video weitergeht? Wir machen das so, wie du es möchtest. Du bist hier maßgeblich. Ich habe hier nichts zu sagen. Ich bin ganz unwichtig und ich habe auch gar keine Meinung. Wir machen es so, wie du es haben willst. Beim Grundmuster der Kommunikation haben wir hier die Selbstkundgabe "Ich bin nichts" verbunden mit der Beziehungsbotschaft "Du bist maßgeblich" und dem Appell "Sag, wie du mich haben willst". Im Gespräch wird der Selbstlose sehr viel ja zustimmen, Bestätigung geben, lachen, wo es von ihm erwartet wird, auch völlig egal, ob er das überhaupt witzig findet. Und er wird sich sehr zurückhalten mit eigenen Meinungen, eigenen Standpunkten. Was auch typisch ist, was auch vorkommen kann, ist, dass er sehr viel selbstentwertende Floskeln verwendet, wie "Ich weiß, das ist eine dumme Frage" oder "Es tut mir leid, dass ich Ihnen hier die Zeit stehle" oder "Oh, ich bin Ihnen bestimmt ganz lästig", so in die Richtung. Es ist allerdings nicht so, dass der Selbstlose in seiner Unterordnung gar keine eigenen Ziele hätte oder keine eigenen Interessen verfolgen würde. Es kann hier schon auch ein starkes Element von Manipulation mit im Spiel sein, aber das
ja, geht wieder ein bisschen über das hinaus, was wir hier in diesem Video behandeln können. Aber der Selbstlose ist auf jeden Fall ein ja, sehr komplexer Stil, der noch weit in die Tiefe geht. Wir haben hier wieder einen Teufelskreis, der auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aussieht. Der Selbstlose macht sich klein, ordnet sich unter und erhebt sein Gegenüber. Das Gegenüber fühlt sich dadurch geschmeichelt, fühlt sich erhaben und überlegen und er behandelt den Selbstlosen mit wohlwollender Herablassung. Dadurch fühlt sich der Selbstlose zwar unterlegen, aber sicher, er ist froh, dass das Gegenüber zufrieden ist und macht weiter mit seinen Bemühungen und so geht es immer weiter. Nun kann hier aber auch wieder eine zusätzliche Dynamik ins Spiel kommen, bei der das Ganze dann eine hässliche Wendung nimmt, nämlich wenn das Gegenüber durch die Unterordnung des Selbstlosen irgendwann ja genervt wird, irgendwann den Kontakt mit einem vollwertigen Gegenüber vermisst, Schulz von Thun spricht hier sogar von Ekel, dann wird der irgendwann anfangen, so ein bisschen auf Distanz zu gehen. Damit trifft er dann den Selbstlosen an seinem wunden Punkt, der bekommt dann Verlustängste, fühlt sich alleingelassen, verstärkt seine Bemühungen, verstärkt seine Unterordnung, damit verstärkt sich natürlich auch die Genervtheit, der Ekel und das Gegenüber geht immer mehr gegen den Selbstlosen vor, macht den immer mehr fertig. Wobei der Selbstlose als ja, einzige Entschädigung für die permanente Erniedrigung die moralische Überlegenheit hat, die er dann teilweise auch ausspielt, was das Ganze dann noch mehr verschärft und verschlimmert und den anderen da zum Teil dann noch mehr antreibt und reizt. Also das kann in ganz unschöne Richtungen gehen, ist auch ein ja, sehr komplexer Teufelskreis, den wir hier nur im Ansatz bearbeiten können. Und wenn das so anfängt, aus dem Ruder zu laufen, dann herrscht beim Gegenüber meist die aggressiv entwertende Strömung vor. Der aggressiv entwertende Stil ist so ein bisschen ein Gegenstück zum selbstlosen Stil. Bei beiden gibt es ein ja eher brüchiges und unsicheres Selbstwertgefühl. Der Selbstlose trägt das nach außen, zeigt das offen und erhebt das Gegenüber. Der aggressiv entwertende verbirgt eher seine Unsicherheit und er versucht sich zu schützen, indem er den anderen herabsetzt. Meine Güte, was hast du denn da schon wieder gemacht? Dir ist schon klar, dass das alles deine Schuld ist, ja? Meine Güte, das ist ja fast schon krankhaft. Vielleicht solltest du dich mal untersuchen lassen. Die Selbstkundgabe ist hier, ich bin oben auf. Mir kann keiner was. Und damit das so bleibt, geht der aggressiv Entwertende mit der Beziehungsbotschaft, du bist schuld, erbärmlich, dumm, krankhaft. Und dem Appell, gib klein bei, bekenne dich schuldig, gegen die anderen vor. Ihr kennt vielleicht die sprichwörtliche Radfahrerhaltung, nach oben buckeln, nach unten treten. Da haben wir eine Kombination aus dem selbstlosen und dem aggressiv entwertenden Stil. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie zwei Stile, die eigentlich total unterschiedlich sind, die sogar entgegengesetzt zueinander sind, in derselben Person zusammenkommen, die dann in unterschiedlichen Situationen gegenüber unterschiedlichen Personen zum Einsatz kommen. Wir hatten ja schon uns den Teufelskreis angeschaut zwischen dem Selbstlosen und dem aggressiv Entwertenden. Das war ein komplementärer Teufelskreis, eine komplementäre Beziehung, wo sich die zwei Partner ergänzen. In diesem Fall dadurch, dass der eine übergeordnet ist und der andere untergeordnet. Sorry. Es kann hier aber auch leicht ein symmetrischer Teufelskreis entstehen, nämlich wenn zwei Personen den aggressiv entwertenden Stil quasi gegeneinander richten,
dann fühlen beide sich durch das Verhalten des jeweils anderen angegriffen, verletzt und wütend, und sie reagieren ihrerseits durch Herabsetzung und Anschuldigung. Und natürlich haben wir auch hier wieder das Muster, dass jeder den anderen als Auslöser wahrnimmt und sein eigenes Verhalten als bloße Reaktion. Man kann sich ja nicht alles gefallen lassen, ne? Dann haben wir den sich beweisenden Stil. Der hat auch wieder Ähnlichkeit mit dem selbstlosen und dem aggressiv entwertenden Stil. Auch hier spielen Selbstzweifel eine Rolle, aber der sich Beweisende versucht nicht andere herabzusetzen, sondern er versucht, sich selbst ins beste Licht zu rücken. Ach, ich könnte hier noch stundenlang eloquente Vorträge über Kommunikationspsychologie halten, aber ich muss gleich mal kurz runter, meinen neuen Sportwagen in die Garage fahren. Ich glaube, es fängt an zu regnen. Hast du die schönen Bilderrahmen gesehen, die ich gekauft habe? Sehen gut aus, ne? Ich habe mal als Platzhalter ein paar von meinen Diplomen und Auszeichnungen reingetan. Da sollen dann später die Fotos von meiner großen Weltreise letztes Jahr rein. Wir haben hier die Beziehungsbotschaft: Du wirst mich als strenger Richter beurteilen oder als Rivale mit mir konkurrieren. Deshalb haben wir die Selbstkundgabe: Ich bin ohne Fehl und Tadel. Und den Appell: Erkenne mich an. Ich habe in dem Video über Kommunikationsprobleme ja ein bisschen über Imponiergehabe und Fassadentechniken gesprochen. Das ist hier natürlich ein großes Thema. Auf den ersten Blick ist der sich Beweisende jemand, der viel von sich preisgibt und der offen über sich sprechen kann, aber tatsächlich besteht die ganze Selbstkundgabe aus einer ja sorgfältig aufgebauten Maske. Hier kann leicht auch wieder ein symmetrischer Teufelskreis entstehen, wenn das Gegenüber sich nämlich durch diese Selbstbeweihräucherung unter Druck gesetzt fühlt und sagt, oh, ich muss schauen, dass ich da mithalten kann. Oder auch wenn der Wetteifer des Gegenübers geweckt wird, wenn der sagt, ha, so gut wie der bin ich schon lange, dann fängt das Gegenüber seinerseits an, sich hier demonstrativ zu profilieren. Dadurch kommt dann der sich Beweisende in Bedrängnis. Er muss dann auch nachlegen und noch mehr zeigen, was für ein toller Typ oder was für eine tolle Person er ist. Und so entsteht dann eine Art Wettbewerb. Ein komplementärer Teufelskreis ist auch möglich, wenn nämlich das Gegenüber von dieser Selbstdarstellung eher genervt ist, wenn das Gegenüber dann sagt, ja, so toll bist du jetzt auch wieder nicht, schau mal hier deine Schwächen. Oder wenn das Gegenüber sagt, ja, ja, wir haben es begriffen, du bist der Allergrößte. Dann fühlt sich der sich Beweisende hier bedrängt und in Beweisnot, und er wird dann auch wieder weitere Imagearbeit leisten, sich erklären, sich rechtfertigen und eben auch wieder nachlegen. Dann haben wir den bestimmend kontrollierenden Stil. Von diesem Stil sind wir erfasst, wenn wir wissen, dass auf andere Leute kein Verlass ist und dass man denen besser mal erklären sollte, was sich gehört. Macht ihr euch eigentlich Notizen? Ihr werdet den ganzen Stoff vergessen, wenn ihr ihn nicht aufschreibt. Sowas weiß man doch. Nach dem Video könnte übrigens ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft nicht schaden, um den Kopf frei zu bekommen. Aber zieht euch warm an, es ist kalt draußen. Wir haben hier die Selbstkundgabe: Ich weiß, was richtig ist. Verbunden mit der Beziehungsbotschaft: Du bist ein Risikofaktor, man muss dich anleiten. Und deshalb gibt es hier einen ganzen Fächer an Appellen nach dem Muster: Das macht man so und so, es gehört sich nicht das und so weiter. Kontrolle und Angst vor Kontrollverlust sind hier natürlich wichtige Themen. Ein typisches Beispiel für einen Teufelskreis ist hier der zwischen einem Leiter oder Lehrer oder auch Guru, der den bestimmten kontrollierenden Stil anwendet, und Schülern oder Teilnehmern, die zum Beispiel den bedürftig abhängigen oder den selbstlosen Stil praktizieren. Da haben wir dann die Situation:
Der Leiter fühlt sich gut in seiner Machtposition und er gibt die Parole raus, alles hört auf mein Kommando. Die Schüler oder Teilnehmer sind froh, dass ihnen jemand die Verantwortung abnimmt und sie signalisieren, sag uns, wo es lang geht, wir folgen. Da fühlt sich dann der Leiter wieder in seiner Rolle bestätigt, in seiner Machtposition. Er macht wieder klare Ansagen und so geht das weiter. Und da steckt natürlich ganz stark das Risiko drin, dass der Leiter oder Lehrer oder Guru, besonders beim Guru, seine Schüler oder Teilnehmer bewusst in einer Abhängigkeit, unbewusst in einer Abhängigkeitsposition verharren lässt, um eben seine eigene Machtposition zu erhalten und zu festigen. Ein anderer typischer Teufelskreis ist der zwischen strengen Eltern und rebellischen Kindern, wo die strengen Eltern Druck machen und Regeln aufstellen. Daraufhin fühlen sich die Kinder gegängelt und bevormundet. Deshalb stellen sie sich quer, sie machen genau den Unsinn, den sie nicht machen sollen, um ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren. Dadurch fühlen sich dann die Eltern nicht ernst genommen und missachtet und sie stellen noch strengere Regeln auf, machen noch mehr Druck und so weiter und so weiter. Als nächstes haben wir den sich distanzierenden Stil. Den sich distanzierenden Stil wenden wir an, wenn wir Abstand halten wollen. Von anderen Menschen, die uns zu sehr auf die Pelle rücken, oder von persönlichen, emotionalen Themen, die uns unangenehm sind. Wir führen hier eine sachliche Diskussion, das gehört da nun wirklich nicht hierher. Und ich möchte auch gar nicht darüber reden. Wir müssen hier einen kühlen Kopf bewahren und uns an die Fakten halten. Der sich Distanzierende trägt Sachbotschaften vor sich her. Wichtig sind die Fakten. Die Beziehungsbotschaft lautet, du bist viel zu emotional und zu anhänglich, verbunden mit dem Appell, komm mir nicht zu nahe. Die Selbstkundgabe lautet, was in mir vorgeht, tut nichts zur Sache und außerdem geht nichts in mir vor. Ein Teufelskreis, der sich hier oft und leicht bildet, ist, dass das Gegenüber auf die distanzierte und abweisende Art des sich Distanzierenden mit Ablehnung reagiert. So nach dem Motto, dann halt nicht, wir wollen mit dir auch gar nichts zu tun haben. Dadurch fühlt der sich Distanzierende dann im menschlichen Kontakt unwohl, er fühlt sich unwillkommen und gemieden und er baut deshalb noch stärkere Barrieren auf, die dann wieder auf Ablehnung stoßen und so immer weiter, so verfestigt sich diese Verhaltensweise immer mehr. Dann haben wir hier nochmal einen sehr komplexen Teufelskreis, nämlich den zwischen Nähe und Distanz. Wir haben alle ein Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit und Intimität. Und wir haben alle ein Bedürfnis nach Distanz, nach Freiheit und Unabhängigkeit. Nun ist es so, dass wir ein Bedürfnis, das erfüllt ist, nicht spüren. Und ein Bedürfnis, das dauerhaft erfüllt ist, nehmen wir oft gar nicht mehr wahr. Wenn jetzt eine Person mit einem großen Nähebedürfnis und eine Person mit einem großen Distanzbedürfnis zusammenkommen, dann entsteht der folgende Teufelskreis. Die Person mit dem großen Nähebedürfnis, die wendet dann vielleicht den bedürftig abhängigen Stil oder den selbstlosen Stil an, sucht die Nähe zu dem anderen. Sagen wir mal zu dem Partner, das ist ein typisches Beziehungsthema. Der sich distanzierende Partner fühlt sich dadurch bedrängt und eingeengt, also geht er auf Distanz, auf Abstand. Dadurch fühlt sich der nähesuchende Partner nun ungeliebt, bekommt vielleicht Verlustängste, außerdem ist sein Nähebedürfnis ja nach wie vor unbefriedigt, also verstärkt er seine Bemühungen und geht noch stärker auf den Partner zu, der sich Distanzierende fühlt sich noch mehr eingeengt, geht noch mehr auf Abstand und so weiter. Ein sehr tückischer Punkt ist hier, dass das klärende Gespräch,
das ja normalerweise bei Krisen eine gute Idee ist, also gerade bei Beziehungsproblemen, dass das hier ja an sich dann auch eine Form von Nähe und Intimität wäre. Das heißt, das gehört mit zum Teufelskreis dazu. Das klärende Gespräch ist etwas, das der Nähesuchende sich wünscht und vorschlägt und das der sich Distanzierende verweigert und ablehnt. Dieser Teufelskreis kann auch komplett kippen, wenn der nähesuchende Partner irgendwann aufgibt und selbst auf Distanz geht und dann der sich Distanzierende auf einmal sein Nähebedürfnis wahrnimmt, das ja dann nicht mehr erfüllt ist. Und dann geht der sich Distanzierende auf den anderen zu, bis es eben wieder umkippt, weil ihm das Nähebedürfnis des anderen zu viel wird. Also ihr merkt schon, es ist ein sehr komplexer, problembehafteter Teufelskreis, den wir hier auch nur wieder im Ansatz uns anschauen können. Kommen wir zum letzten Stil. Während wir beim sich distanzierenden Stil sehr sparsam sind mit der Selbstkundgabe, gibt es auch Situationen, wo wir gar nicht aufhören können, über uns selbst zu reden, und da sind wir vom mitteilungsfreudig dramatisierenden Stil erfasst. Habe ich dir erzählt, wie ich gestern das Skript für das Video geschrieben habe? Oh, das hat ewig gedauert. Und dann habe ich Hunger bekommen. Meine Freundin hat uns gebratene Nudeln gemacht. Oh, die waren total lecker. Hast du eigentlich schon mal meine Spaghetti Carbonara gegessen? Ich finde, die sind ziemlich gut. Es gibt ja immer eine große Diskussion, ob ins Originalrezept der Zahn reingehört oder nicht. Also mir ist das ja völlig egal, Originalrezept hin oder her. Wichtig ist doch, dass es schmeckt oder nicht. Aber lass uns auch mal über dich reden. Wie hat dir mein Video von letzter Woche gefallen? Im Mittelpunkt steht hier natürlich die Selbstkundgabe. Hört, hört, so bin ich. Verbunden mit dem Appell, wende dich mir zu und bestätige meine Selbstdarstellung. Die Beziehungsbotschaft lautet, du bist mir wichtig als willkommenes, aber austauschbares Publikum. Und genau da liegt auch die Problematik beim mitteilungsfreudig dramatisierenden Stil. Es findet hier kein echter Austausch, kein echter Kontakt statt. Die Zuhörer sind für den mitteilungsfreudig dramatisierenden austauschbare Statisten in seiner Show. Wir haben hier wieder einen Stil, der auf den ersten Blick erstmal ganz positiv aussieht. Wir haben hier jemanden, der frei sprechen kann, der vielleicht Selbstvertrauen demonstriert, der Zuhörer begeistern kann, der scheinbar fähig ist, auch was von sich selbst preiszugeben. Aber tatsächlich haben wir es auch hier wieder mit einer negativ übersteigerten Form zu tun. Es können sich hier natürlich wieder Teufelskreise bilden und die folgen einem Schema, das ihr schon kennt. Entweder ist das Publikum dem mitteilungsfreudig Dramatisierenden positiv gestimmt. Sie hängen an seinen Lippen, sie applaudieren. Dadurch fühlt der mitteilungsfreudig Dramatisierende sich bestätigt und er dreht noch mehr auf, mehr Begeisterung und so weiter. Oder das Publikum ist eben nicht so positiv gestimmt, empfindet das Gerede eher als lästig. Dann fühlt sich der mitteilungsfreudig Dramatisierende verunsichert und er dreht noch mehr auf. Das Publikum ist noch mehr genervt und so weiter. Ja, es ist eigentlich ein bisschen paradox, dass Erfolg und Misserfolg hier die gleiche Reaktion hervorrufen, wie ja auch bei den anderen Beispielen, die wir schon besprochen haben. Aber wir müssen uns hier natürlich klar machen, dass es ja um unbewusste Verhaltensweisen geht. Und genau dieses Muster ist es wahrscheinlich, dass diese Verhaltensweisen über Jahre, über lange Zeit hinweg immer mehr verfestigt und verewigt. Wie gesagt, nächste Woche schauen wir uns nochmal die Kommunikationsstile aus dem Blickwinkel der Persönlichkeitsentwicklung an. Da schauen wir, was wir tun können, was gute Ansätze sind, wenn wir merken, dass wir einem dieser Kommunikationsstile besonders stark verhaftet sind und wir uns davon ein bisschen lösen möchten. Ich werde vielleicht auch nochmal ein Video zu den Teufelskreisen von Schulz von Thun machen, hier so ein bisschen zur Ergänzung, wobei ich denke, dass die auch einigermaßen selbsterklärend sind und dass die hier auch so gut verständlich waren.
Habt ihr Kommunikationsstile wiedererkannt, die ihr vielleicht selbst öfter mal verwendet oder die euch vielleicht in eurem Umfeld sehr häufig begegnen? Schreibt es mir gern in den Kommentaren. Ich freue mich auf euer Feedback. Und gebt dem Video ein Like, das macht man so. Abonniert auch gerne den Kanal, um keine zukünftigen Inhalte mehr zu verpassen, so wie das Video von nächster Woche. Wie gesagt, da geht es um Kommunikationsstile und Persönlichkeitsentwicklung. Für heute verabschiede ich mich. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.